Infinity Blade. Lang hat's gedauert. Nee, eigentlich gar nicht. Aber das September-Event hat mit Epic Citadel einen ziemlich großen Titel angekündigt, der auf der Unreal Engine 3 basiert, von Epic Games. Und der ist jetzt im App Store erschienen. Und es ist ein Grafikfeuerwerk, kann man schon dazu sagen. Obwohl viele Leute bestimmt enttäuscht sind, dass man diese nette 3D-Welt, die wirklich sehr, sehr bezaubernd aussieht, nicht frei begehen kann. Das Spiel reiht sozusagen Endkampf an Endkampf und das ist prinzipiell ganz kreativ umgesetzt. Mit so Fingergesten lässt sich euer Schwert schwingen und die Blockade einsetzen. Ihr reagiert darauf, auf die Angriffe der Gegner. Ansonsten muss man jedoch sagen, dass man natürlich gerade mit dem Epic Citadel der Demonstration mehr erwartet hat. Man hat erwartet, dass man in dieser Welt rumlaufen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass es genau andersrum ist, dass man weniger von diesen Kampfeinlagen hat und mehr Erkundungspotenzial geliefert bekommt. So ist es ein sehr, sehr nettes Actionspiel, das sich gerne repetitiv wiederholt. Die Bosskämpfe sind relativ identisch. Man sammelt das gleiche Gold ein. Man kann da ein bisschen Waffen aufstufen. Es gibt eine Game Center-Unterstützung und ist auch noch ein bisschen mehr angekündigt an neuen Level-Waffen und Multiplayer etc. Das ist jetzt in der ersten Version nicht erhalten. Ansonsten ist es eine technisch saubere Geschichte, aber man hätte sich bestimmt mehr erwartet. Gerade mit dieser Demonstration, ich weiß nicht, warum man das da nicht erfüllen hat wollen können.